Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video, was ihr euch alle gewünscht habt und wo ihr alle ganz gespannt drauf gewartet habt. Und zwar ist dies das Video, wie viele Pferde habe ich und ob ich die alle mal vorstellen kann. So, dann beginnen wir und zwar mit dem wichtigsten Pferd, mit meinem ersten und längsten Pferd und das ist der Solido. Ich denke, den kennt ihr alle, sonst wärt ihr nicht auf dieser Seite oder auf meinem Kanal. Und den Solido habe ich im Oktober seit 8 Jahren. Ich habe den also 2006 gekauft und der ist mittlerweile 12. Ich habe den mit 4 gekauft, da war der gerade angeritten und habe den dann ausgebildet, alleine mit ein bisschen Reitunterricht. Und ja, der ist auf jeden Fall mein erstes Pferd, mein wichtigstes Pferd und über ihn ist überhaupt alles entstanden. Und ja, möchte euch heute noch die anderen ein bisschen vorstellen, werde euch dann erklären, warum ich die habe oder wann die zu mir gekommen sind, wofür die da sind und so weiter. Der Solido ist natürlich erstmal primär mein Reitpferd. Ich gehe mit dem Turniere, ich mache mit dem alles mögliche andere, Schwimmen, St. Martin, Bodenarbeit, ja, Springen, Gelände, alles mögliche, was es gibt. Und ja, der wird auch für immer bei mir bleiben, also da müssen noch mit den Beinen nach oben mich verlassen. Ich hoffe, dass es noch sehr lange dauern wird. Und ja, ich denke, das ist erstmal alles, was es zu dem zu sagen gibt. Und hoffe, euch gefällt das Video und ihr kriegt alle Antworten, die ihr gerne haben möchtet. Ja, die Geschichte meiner anderen Ponys beginnt eigentlich im Sommer 2011, da ich da mit Solido den Stall gewechselt habe. Und in dem neuen Stall gab es einige Welschponys. Ich hatte mich eigentlich bisher nie so wirklich mit seiner Rasse auseinandergesetzt, weil für mich war das irgendwie nie großartig von Bedeutung. Als ich aber in den neuen Stall kam, habe ich eben gemerkt, wie viele andere verschiedene Welschponys es noch gibt. Und dort war explizit ein anderes Pony, das war ein 2-jähriger Welsch-A-Schimmelhengst namens Limelight. Und sein Besitzer hatte nicht so viel Zeit für ihn. Der wollte aber trotzdem gerne, dass der im Herbst zur Kürung geht und hat mich dann gefragt, weil er eben merkte, dass ich auch einen Welschpony habe und dass ich ganz gut mit den Pferden umgehe, ob ich mir vorstellen könnte, den zu trainieren für die Kürung. Und ich fand das dann total spannend und habe mich geschmeichelt gefühlt und habe dann auch gesagt, dass ich das gerne machen möchte. Habe ich auch dann getan. Und im Herbst wurde er auch tatsächlich gekürt. Da waren wir natürlich alle stolz wie Oscar. Und ja, der Bruder von Limelights Besitzer hat in Wales, also in dem Land, wo die Welschponys herkommen, ein Gestüt mit über 100 Ponys und ich bin auch im Herbst dann mal mit dorthin gefahren für ein paar Tage und fand das alles total faszinierend, habe die ganzen Fohlen gesehen, diese riesige Zucht und irgendwie bin ich da total auf den Geschmack gekommen und wollte unbedingt auch mal ein Fohlen ziehen und ja, habe dann mit Limelights Besitzer gesprochen, der das eben auch mal gerne machen wollte und ja, da den gekürten Hengst stehen hatte. Und so haben wir uns dann überlegt, ob ich mir nicht eine Welsch-A-Stute zulegen könnte, die wir dann von dem Hengst decken lassen und so ein Fohlen aus den beiden Ponys ziehen. Ja, und dann habe ich nach einer Welsch-A-Stute gesucht und Limelights Besitzer hat mir dann irgendwann eine Anzeige vorgelegt. Wenn ich euch nun also das zweite Pony vorstelle, dann bitte ich euch zu entschuldigen, dass sie im Moment nicht besonders gut aussieht vom Fütterungszustand her. Sie hat im Mai ein Fohlen bekommen und ist seitdem immer weniger geworden, hatte auch noch parallel dazu Probleme mit den Zähnen. Das haben wir mittlerweile natürlich beheben lassen. Wir konnten es leider während der Trächtigkeit nicht machen, weil sie dazu sediert werden muss und man in der Trächtigkeit eben nicht sediert. Uns ist das Problem vorher schon aufgefallen, dass sie anscheinend nicht richtig vernünftig kauen kann. Aber konnten es leider erst nach der Geburt dann beheben und deswegen bitte ich euch zu entschuldigen, dass sie eben so ein bisschen mager aussieht. Wir sind gerade dabei, sie wieder aufzufüttern und das klappt auch wirklich gut. Also sie war noch weniger als sie jetzt ist und ist auf jeden Fall wieder auf dem Weg der Besserung. Ja, ihr Lieben, also das ist die Ruby. Die Ruby heißt mit vollem Namen Eiselblick Ruby. Die wurde nämlich in Holland gezogen und ist dort auch ihr ganzes Leben lang gewesen, bevor sie zu uns kam. Die ist jetzt mittlerweile 17 Jahre alt, die ist 97 geboren und hat ihr ganzes Leben nur als Zuchtstute gefristet. Das heißt, sie hat eben Fohlen bekommen, wie bei uns auch. Ich weiß nicht, ob ihr die Kate schon kennt. Ich zeig mal die Kate. Die ist dieses Jahr auf die Welt gekommen und ist jetzt fast 3 Monate alt. Ja, und die Ruby war das erste Pony, was ich nach Solido gekauft habe. Und zwar deswegen, ich habe euch ja erzählt, dass ich den kleinen Schimmelhengst
trainiert habe und zur Körung vorbereitet habe. Und als er gekürt wurde, haben sein Besitzer und ich uns überlegt, dass wir auch gerne ein Fohlen von dem hätten. Dafür brauchten wir natürlich eine Stute. Und ich habe mich dann im Internet mal ein bisschen nach Welsh-A-Stuten umgeschaut, weil wir wollten natürlich beim gekürten Welsh-A-Hengst auch eine Welsh-A-Stute haben für das Fohlen. Und habe auch ganz viele gefunden, die mir gefielen. Und dann kam Leimleits Besitzer dann irgendwann mit einer Anzeige von Facebook an, von diesem holländischen Züchter, der sie gerne abgeben wollte, und zeigte sie mir und sagte, guck mal, das wäre die passende Stute für den Leimleit. Und ich habe die Anzeige gesehen und dachte mir erstmal, weiß ich nicht, nichts sagen, das Pony gefällt mir irgendwie nicht. Und wir sind aber dennoch hingefahren, haben die angeschaut und der Besitzer von Leimleit war total begeistert von ihr und wollte sie unbedingt haben. Ich war da eher ein bisschen skeptisch und wollte sie eigentlich nicht haben. Im Endeffekt haben wir sie aber mitgenommen, weil er mich da so ein bisschen überredet hat und sagte, sie wäre auf jeden Fall, Rumi, sie wäre auf jeden Fall das passende Pony für den Leimleit. Und da er da ja ein bisschen Erfahrung hat mit dem Züchten, habe ich dann eingewilligt. Ja, und dann haben wir die Rumi vom Leimleit decken lassen. Und zwar vorletztes Jahr. Die hat auch aufgenommen erstmal und hat dann aber leider nach 3 Monaten resorbiert. Das bedeutet, das Fohlen war auf einmal weg. Wir haben einen Ultraschall gemacht und es war nichts mehr drin. Obwohl wir halt vorher geschallt hatten und sie tragend war. Ja, und als ich dann irgendwann Beauty und Bella hatte, wollte ich Ruby halt eigentlich wieder abgeben. Aber Leimleits Besitzer wollte halt gerne noch ein Fohlen aus ihr ziehen. Und ich habe ihm dann erlaubt, dass er die Stute noch für ein Jahr eben von mir pachten kann. Also das war dann die Saison letztes Jahr, dieses Jahr. Und das Fohlen aus ihr ziehen darf. Und wenn das Fohlen im Herbst abgesetzt wird, dann möchte ich die Ruby auch gerne verkaufen. Und zwar aus dem Grund, dass ich eben mittlerweile Beauty und Bella habe und eben gerne Welsh B Fohlen züchten möchte und keine Welsh A Fohlen. Und ja, als ich die Ruby gekauft habe, war mir das eben noch nicht klar. Ich wusste nicht, dass ich diese Pferde überhaupt bekommen dürfte. Das war eben ein großer Zufall. Und deswegen wird die Ruby uns im Herbst, wenn ich den richtigen Besitzer für sie finde, wohl wieder verlassen. Und wenn ich das bis zum Herbst noch nicht gefunden habe, dann wird sie eben so lange bleiben, bis ich da einen passenden Menschen für gefunden habe. Also wenn sich jemand interessiert, die Ruby könnt ihr auf jeden Fall gerne haben. Sie ist noch für ein paar Jahre bestimmt für ein paar Fohlen zu haben. Ansonsten als Beistellpony, geritten ist sie nicht. Und ich halte sie auch nicht für das perfekte Kinderpony. Sie ist zwar brav, aber eigentlich steht sie am liebsten gerne auf der Wiese. Kriegt die Fohlen, geht mir auf die Nerven. So. Ja, und das war der Teil von der Ruby. Für alle, die sich nur noch fragen, ob das schwarze Fohlen Kate auch mir gehört? Nein, sie gehört dem Züchter, also demjenigen, der Ruby letztes und dieses Jahr von mir gepachtet hatte und dem auch damals der Schimmelhengst Leimleit, also der Vater von Kate, gehörte. Der Leimleit ist mittlerweile kastriert und gehört einem kleinen Mädchen, die super glücklich mit ihm ist. Ja, und deswegen gehört Kate nicht zu meinen Ponys und sie wird dann im Herbst, wenn sie abgesetzt wird, auch zu ihrem Besitzer gehen. An dieser Stelle würde ich den ersten Teil meiner Videoreihe Wie viele Pferde habe ich ganz gerne schließen. Und zwar, weil wir nun bereits nach 2 Ponys über 8 Minuten gedreht haben und ich natürlich möchte, dass ihr alle noch Spaß an dem Video habt. Deswegen hoffe ich, dass ihr beim zweiten Teil auch wieder dabei seid. Da werden dann Bella und Beauty vorgestellt. Und ich sag dann einfach mal, bis zum nächsten Video.